Ja, herzlich willkommen. Ich habe wieder eine neue Serie Ideen und Tipps in dieser speziellen Zeit. Wir sind bei Teil 19. Heute freue ich mich sehr, dass ich ein Interview machen kann mit Herrn Dillon. Er ist ehrenamtlicher Assistent des Weltrates der Weisen. Was das genau heißt, was er zu sagen hat, wie er die Lage sieht und natürlich auch viele andere Sachen werden wir diskutieren. Das wird sicher spannend und da begrüße ich jetzt sehr gerne Herr Dillon, herzlich willkommen. Ja, auch ein herzliches Willkommen in die Schweiz. Das freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht vorweg werde ich mal kurz erwähnen, wie Sie überhaupt in Kontakt gekommen sind, weil das ist ja auch noch interessant. Wie kommt jetzt der Roger von der Kryptowelt zum Weltrat, zum Herrn Dillon? Und zwar war das so, dass der Herr Dillon mich angeschrieben hat, wo er das Interview gesehen hat zwischen Bodo Schiffmann und mir und das. Ja, kann man glaube ich so sagen, sehr interessant gefunden hat und aus Genau. diesem Grund mich kontaktiert hat und gesagt hat, wie sieht's aus? Ich würde, wenn Sie möchten, auch meinen Teil dazu beitragen. Wir können uns gerne über gewisse Themen unterhalten. Und da Herr Dillon sehr viel erfahren hat in diversen Themen, habe ich natürlich sehr gerne zugesagt. Ist das so richtig zusammengefasst, Herr Dillon? Super. Also, Herr Dillon, bevor dass wir mal starten, grundsätzlich, mögen Sie sich mal kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie machen? Ja, ich bin hier in einer Doppelfunktion. Ich bin ehrenamtlicher Assistent des Weltrates der Weisen und des Arbeitskreises Next Scientist for Future.de und gleichzeitig auch Mitglied des Weltrates der Weisen. Und mein Bereich liegt so in Gesundheitsberatung, Präventionsberatung, Mediation. Musiker bin ich auch noch. Und ja, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, psychologische Beratung und so weiter. Und ja, genau. Und meine Aufgabe im Weltrat ist einfach nur die Aussagen der verschiedenen 24 Professoren und Doktoren alle im Kopf zu behalten. Okay, Sie haben jetzt erwähnt, diese Mitglieder, können Sie da ein bisschen etwas mehr dazu sagen, was das ist? Ja, wenn Sie es auf der Homepage vielleicht zeigen, da sind ja mal 7 Professoren im Bild zu sehen auf der neuen Homepage. Also gehe ich da mal drauf auf die Weltrat der Weisen. Genau, da gehen Sie drauf ein Genau, bisschen runterziehen. genau. Da sehen Sie zum Beispiel mal 7 Fotos, zum Beispiel die ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, AD, und Bundesverdienstkreuz geehrte Professor Dr. Ursula Lehe, die auch sehr nachdenkt, wie denn die Zukunft des Gesundheitswesens in der Welt aussehen sollte und so weiter. Professor Michaela Döll und so weiter. Ja, also das, ich kann Ihnen da zu jedem was sagen. Ne? Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sind das 24, glaube ich, Professoren, wo versuchen, was ist deren das Ziel? Die totale Weltsanierung. Also zum Beispiel, wir bieten an, kostenlos einen Staat der Erde, den ersten, der kommt, total zu sanieren. Gesundheitsreform, Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege, damit wird es losgehen. Einführung möglicherweise einer wo neuen Wohlfühlstimme als Wohlfühlnotenwahlstimme, die die Wirtschaft lenkt, zu einer Menschenfreundlichkeit quasi zwingt. Ne? Dass die Wirtschaft uns dient und wir nicht mehr der Wirtschaft dienen müssen. Das wäre ja eigentlich, klingt das ja extrem gut. Und wieso kommt, ist das bis jetzt noch nicht passiert? Das ist ein Dilemma, dass unsere ganze Kultur ist auf einfach nur Weiterrennen ausgelegt und denken, also die Sender, die unsere Videos veröffentlichen, haben Rückmeldung von YouTube bekommen, wir seien zwar einer der aufsteigenden Sender überhaupt, auch mit unseren Videos eben, ja, aber es geht ganz langsam, ja. Ich habe große Presseberichte und Interviews, aber es geht ganz langsam. Unsere Welt ist nicht aufgeschlossen für Lösungen. Okay, also verstehe ich das richtig, dass ihr eigentlich für die Menschheit ein sehr interessantes und gutes Konzept hättet, aber die Regierungen und Behörden oder die ganzen Lobbyisten, wo da oben was zu sagen haben, nicht wirklich Interesse haben, euch das irgendwie zu hören, oder kann man das so zusammenfassen? Und das, obwohl es genau ihr Leben, also auch das Leben der Lobbyisten und der Politiker und der Milliardärskönige drastisch verbessern würde, denn wir leben in einem einzigen Menschheitsirrtum. Okay.
Und wie würden Sie das dem Menschheitsirrtum in relativ kurzer Zeit zusammenfassen? Ganz kurz. Unser Wirtschaftssystem, das wir vor circa 400.000 bis zwischen 400.000 Jahren bis 140.000 Jahren in der Evolution erfunden haben, diese freie Marktwirtschaft, der freie soziale Marktwirtschaft, belohnt Schlechtes und bestraft Gutes. Und dadurch kommt es zu einer Evolution von für die Bürger schädlichen Evolutionsprozessen. Die müssen wir einfach umdrehen. Wir müssen die ganze Evolution umdrehen Richtung Bürgerfreundlichkeit, Menschenfreundlichkeit, durch zum Beispiel die Wohlfühlstimme. Also Sie sagen, die Wohlfühlstimmen, das ist noch ein interessanter Ansatz. Wie würde das aussehen, Ihrer Meinung nach? Praktisch so, wenn ich jetzt Krebs bekomme oder Corona bekomme, dann gebe ich statt der Anfangsnote von 3 bis 4, in der Schweiz wäre es, glaube ich, umgedreht, in Ja. Deutschland wäre es so, dass ich also in der Schweiz, ich denke mal um, in der Schweiz statt der 3 bis 4, dann, wenn es mir schlechter geht, eine 3 zum Beispiel abgebe. Und die Ja. wird direkt an den Bundeswahlleiter, an das Statistische Amt, das Wahlamt Schweiz geschickt. Und mein Lebensmittelhändler, bei dem ich am häufigsten mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte einkaufe, wenn ich will, dass er die Daten hat und der Staat die Daten hat, ich entscheide immer frei, ob ich Daten freigebe. Ja? Okay. Aber dann gehe ich mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte, da habe ich ja nichts zu verbergen, den Rest zahle ich in bar. Die Kondome zahlen wir in bar. Und am Ende wird also ausgerechnet, und mein Hausarzt mit seinen bis zukünftigen Gesundheitskommunen und Gesundheitskursen, ja, der kriegt einen Verdienstzuschlag aus der Krankenversicherung und der Lebensmittelhändler kriegt einen Verdienstzuschlag aus der Krankenversicherung, wenn es mir besser geht, meine Wohlfühlnote und Gesundheitsdaten sich besser entwickeln. Und wenn ich Krebs bekomme oder Corona und so weiter, kriegen die beiden eigentlich nur praktisch in dem Moment gar keine Verdienstzuschläge mehr. Also wenn ich das jetzt versuche, so als Laie zu verstehen, würde das heißen, ich habe jederzeit die Möglichkeit, mein aktuelles Wohlbefinden, in, sagen wir jetzt vielleicht bei diversen Themen, eine Stimme abzugeben. Und wenn man das natürlich aufs ganze Volk überträgt, hat das natürlich einen direkten Einfluss, sogar vielleicht sogar jeden Tag. Heute mit der Digitalisierung wäre das möglich, dass man jeden Tag sieht, wo steht der Zufriedenheitsgrad der Schweizer Bevölkerung heute. Und zwar das Wohlfühlen. Also Das nicht der Wohlfühlen. Zufriedenheitsgrad gerade mit der Politik, sondern wie fühle ich mich? Und zwar, ich glaube, dass man nur alle paar Monate diese Wohlfühlstimme per App übermitteln wird, Ja. weil dann, wenn ich merke, es geht mir jetzt schlechter oder es geht mir jetzt, ich bin frisch verliebt und jetzt geht es mir besser, ja? Ja. Dann gebe ich sofort eine veränderte Wohlfühlstimme ab. Und ansonsten bei jeder Wahl wird die in Zukunft mit abgegeben. Ne? Okay. Das ist spannend, ein spannender Ansatz, weil das ist eigentlich genau das, was wir wollen. So, wenn ich mich gut fühle, hätte das im besten Fall haben die, wo oben was lenken, was richtig gemacht. Genau, denn Sie können dann ja zum Beispiel in Deutschland hätte man Kommunalwahlen, Landtagswahlen und Bundestagswahlen. Und dann können Sie doch gucken bei der Kommune Köln, ich bin ja jetzt, sitze ja hier im Büro Köln, ja, bei der Kommune, Kommunalwahl Köln, dann können die Bürger jederzeit sehen, wie sich die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten der Kölner Bürger unter der Regierung der CDU oder der SPD entwickeln. Und dann können sie sich entscheiden, diese Partei beim nächsten Mal nicht mehr zu wählen oder nochmal zu wählen. Also der Ansatz ist sicher spannend. Ich denke, da haben wahrscheinlich nicht so viele Leute darüber nachgedacht, ob sowas funktionieren könnte. Verstehe ich das richtig? Dieser Ansatz, den Sie jetzt besprechen, das ist absolut das Ziel oder der Wunsch von diesen 24 Professoren. Das ist eine von 100, 200 technischen Möglichkeiten, wie man dieses Ziel, eine menschenfreundliche, umweltschützende, nachhaltige Wirtschaft zu erzeugen und dass die Wirtschaft uns dient und nicht wir die Sklaven der Wirtschaft sind und die Anhängsel der Wirtschaft sind. Das Ziel lässt sich auf 200, 300, 400 verschiedenen Wegen erreichen. Aber ich finde die Wohlfühlstimme griffig. Okay. Also,
Das ist ja eine von vielen. Gibt es da noch ein oder das andere? Wir können jetzt natürlich nicht alle aufzählen, aber vielleicht noch eine andere Idee, die Sie verfolgen möchten, wo in diese Richtung zielt. Was sagen Sie, was Sie möchten? Polizeisystem, Justizsystem, sagen Sie, wo Sie die Änderungen wollen. Dann sage ich Ja, Ihnen, wie wir die machen. okay, zum Beispiel, wir haben aktuell haben wir das Thema im Gesundheitssystem. Das ist ein Riesenthema. Ja, eben, dass der Arzt wird von uns kostenlos in Fernsehsendungen, kostenlos weitergebildet in Präventivmedizin, in Lebensstilmedizin, komplett Ernährung, Einkaufsberatung, allem. Und er wandelt seine Praxis in einen Sportverein mit kostenlosen Sportverein, alles kostenlos für die Versicherten, selbstverständlich, die zahlen ja genug. Ne? Alles kostenlos, ein Angebot von Sportverein, Ernährungsberatung, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und alles, Sozialleben und so weiter. Er versucht, alte Menschen zu verführen zu einem gesundheitsdienlichen Lebensstil. Okay, das macht irgendwo Sinn, Und er aber kriegt also die einzelne Sache nicht mehr bezahlt, sondern er kriegt nur noch das Ergebnis bezahlt. Wenn die Wohlfühlnoten, die Wohlfühlstimmen besser werden und seiner Versicherten sozusagen, die ihn sich als Hausarzt gewählt haben. Und wenn die Gesundheitsdaten gleichzeitig auch besser werden, zum Beispiel die Leute eben nicht wegen Krebs operiert werden müssen, obwohl in ihrer Familie Krebs richtig vorliegt und zu erwarten gewesen wäre, ja. ja. Und dann kriegt dann für jeden Einzelnen kriegt dann Verdienstzuschlag und der fällt mal null aus oder sehr hoch aus. Okay, wir haben eine Frage im Chat, wo zum Beispiel das Polizeisystem, das wird absolut nicht nach Leistung bezahlt. Wie könnte dort eine Reform aussehen? Beförderungssystem ist dort auch sehr willkürlich. Man macht Polizeiobermeister dürfen sich Mannschaften nach Gutdünken zusammenstellen, Teams. Und diese Teams sind dann für bestimmte Zeiten zum Beispiel unser Viertel hier zuständig, ja, eines der schönsten Viertel Kölns. Ne? Und dann geben wir vielleicht noch als zusätzliche Kleinergänzung der Wohlfühlstimme noch die Sicherheitsgefühlstimme ab, ja, speziell um dem Rechtsstaat eine Rückmeldung zu geben. Und dann werden Wohlfühlstimme und Sicherheitsgefühlstimme auf das Wirken der Polizisten gerechnet und die werden sich völlig umstellen, werden nämlich versuchen, präventiv alle Kriminellen des Viertels anzusprechen, die in neue Berufswelten zu bringen, weg von der Kriminalität. Und sie werden vor allem alles tun, damit die Rate der Einbrüche und der Belästigungen und der Angriffe und so weiter in diesem Viertel drastisch zurückgeht. Und dafür werden sie dann wieder Verdienstzuschläge bekommen. Vielleicht ein kleines Grundgehalt, ein ganz sparsames Grundgehalt und ansonsten dann Verdienstzuschläge für verbesserte Sicherheitsgefühlnoten. Sie haben jetzt das Stichwort gegeben, Grundgehalt. Ist das auch ein Teil von Ihren Ideen, dass die Menschen irgendwo ein Grundgehalt haben? Man redet ab und zu immer wieder von diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Ist das eine Theorie von Ihnen, wo man auch umsetzen möchte? Wir haben einen Professor dabei, der, glaube ich, sogar auf dem Bild ist, der für 1250 Euro monatliches Grundeinkommen plädiert. Aber diese Diskussion ist ganz offen im Weltrat, denn wir wissen nicht, ob die Menschen durch unser System vielleicht doch so zerstört sind, dass sie dann einfach nur das Geld mitnehmen und dann nur noch auf dem Sofa leben. Ne? Oder ob sie sich wirklich entfalten und kreativ werden und mit anpacken. Da wir das nicht sicher wissen, könnten wir höchstens zustimmen, einem Experiment in einer Region. Und dort, denn wir müssten das ja lebenslang ausschütten, sonst hat das ja keine Wirkung. Wir müssten ja diese Personen lebenslang dem bedingungslosen Grundeinkommen aussetzen, um dann bewerten zu können, was das Ergebnis ist. Und das kann viel kosten. Eine Frage ist, klingt interessant, Ihr Ansatz wegen der Polizei. Was wird getan, um so etwas zu realisieren? Wie bringt man sowas in die Politik? Genau das, was wir jetzt tun. Wir können nicht mehr tun, als dass die ganze Welt, die eigentlich immer nur so weiter rennt und von einem Krieg, von einer Krise zur nächsten, von einer Hysterie zur nächsten rennt, immer nur, wir können nicht mehr als aufklären. Ja, okay.
Vielleicht für die Zuschauer noch als Information, die, wo mich jetzt in Twitter sehen oder auf Facebook, das wird auch live gestreamt. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, müsst ihr auf YouTube kommen, auf meinem Kanal Kryptowelt. Und dann könnt ihr live dazu beim Chat mitmachen, sonst sehe ich leider eure Kommentare nicht live. Dann, also ich finde sehr ein interessanter Ansatz. Ich bin natürlich auch gespannt, ob sowas umgesetzt werden kann. Ich denke. Ich darf vielleicht dazu sagen, da stecken 51 Jahre lang Spitzenwissenschaft drin. Manche Professoren haben 60 Jahre, 70 Jahre Wissenschaft hinter sich. Gut, das ist etwas, was wir auch besprochen haben im Vorfeld, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ihr für euch sehr wichtig ist, dass ihr wirklich die Wissenschaft, wo seit taus was habe ich 1000 Jahren die 100 bekanntesten Wissenschaftler als, wie sagt man dem, Vorbild genommen habt und auf dieser Basis versucht, etwas aufzubauen. Alles, was wir machen, basiert auf den größten Wissenschaftsnamen der Menschheitsgeschichte der letzten 1000 Jahre: Kopernikus, Kepler, Galilei, Isaac Newton, Gregor Mendel, Charles Darwin und so weiter. Und sozusagen, wir sind der harte Kern der naturwissenschaftlichen Aufklärung sozusagen, die sich jetzt als naturwissenschaftliche Analyse, als neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der Analyse und der Veränderung unserer dysfunktionalen Systeme gewidmet hat. Okay. Ja, ich muss sagen, wenn ich sowas höre, es klingt wunderbar, dann kann man natürlich auch die Frage stellen, das hatten wir schon, wieso hat man das nicht schon länger gemacht? Aber ich denke, da ist wahrscheinlich seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten ein System verankert, das man einfach so leicht nicht ändern konnte. Vielleicht ist jetzt die Zeit da des Wandels. Ich hoffe sehr, ich würde mich natürlich freuen und ich bin natürlich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Die Aber Professoren waren erst fertig geworden, fast auf den Tag genau am 20. August, als Greta Thunberg in Schweden ihren ersten Schulstreik praktizierte. Ein paar Tage vorher, ein paar Tage später telefonierten sich die Professoren zusammen, weil sie wussten, ja, wir sind soweit. Wenn wir schon bei einem Stichwort sind, Greta, also da gibt es ja auch sehr viele Stimmen, wo so einige sagen, es ist eine gute Entwicklung. Wie sehen Sie das? Ja, mit ganz großer Sorge, denn die hätten, wir haben denen den Kohlestopp 2026 angeboten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das bedeutet. Das bedeutet 4 Jahre früher, als die Greta selbst gefordert hat, ja, für Deutschland. Und wir haben ihnen 900 Milliarden Euro innerhalb von 7 Jahren fürs Klima angeboten. Das wäre der Totalumbau zum Beispiel in ein Sonnenkollektoren Deutschland gewesen. Und die wollen nicht. Die interessiert das nicht. Okay. Also ich bin da fassungslos. Da werden linksrevolutionäre Parolen gedroschen. Da geht es um linksradikale Antifa-Geschichten und so weiter. Ich bin entsetzt. Aber wir sind immer noch, unser Angebot steht immer noch. Ja, also, denn wenn Greta und Luisa Neubauer uns gemeinsam in einer großen Pressekonferenz den Medien vorstellen würden, so hier ist die Weltlösung und auch die Klimalösung, dann würden wir sofort zuschlagen. Ja? Es ist ja eigentlich eine interessante Möglichkeit, dass man jetzt einmal versucht, die paar Leute, wo wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, was Gutes, was Neues bringen möchte, zumindest mal anhören würde. Weil klar werden jetzt die Skeptiker sagen, das funktioniert nicht, das ist ja logisch, weil was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Aber diese, zum Beispiel diese Greta wäre ja die Möglichkeit, dass man versucht, die zu kontaktieren und dass sie ihre Reichweite euch zur Verfügung stellt. Hat man das schon probiert oder wie sieht das aus? Die jungen Leute reden nicht mit jedem, die wissen das schon, die wissen schon alles. Okay. Also das würde ja heißen, habe ich das richtig verstanden, Ihre versteckte Botschaft, dass vielleicht gewisse Leute, wo da anscheinend etwas Positives im Schilde führen, mit euch gar nicht reden wollen? Vielleicht geht es auch gar nicht ums Klima bei der ganzen Bewegung. Vielleicht ist das ein Wahlhilfeverein für die Partei der Grünen. Und es geht gar nicht um die Reformierung Deutschlands und für den Grund. Es geht überhaupt nicht um den Kohlestopp Okay. 2026. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man so verrückt sein kann, den Weltrat der Weisen mit dem Kohlestopp 2026 für Deutschland, mit einem realpolitischen Plan dafür, nicht gemeinsam mit dem in die Medien zu gehen, nach einer gründlichen, tagelangen Diskussionsprüfung. Okay, das heißt,
Sie werden nicht gehört und das hat bestimmte Gründe und da kann sich jeder Zuhörer jetzt selber denken, was das für Gründe sein, könnten. Ja, das ist, vielleicht sind wir ihnen nicht gewalttätig, revolutionär genug, vielleicht sind wir ihnen zu revolutionär, weil wir ja den ganzen Staat umbauen wollen. Gibt es denn da auch ein Zeitmodell, was, wenn mir jetzt jemand sagen würde, der Staat würde sagen, ja, ich will, was wäre das für eine Zeitspanne? Also die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege würde uns in Deutschland vielleicht im ersten Jahr 45 Milliarden plus bringen, im zweiten vielleicht 70 Milliarden, im dritten Jahr 100 Milliarden, im vierten Jahr vielleicht 150 Milliarden plus bringen. Und das Geld kann natürlich direkt ins Klima, in Klimaschutz fließen, ohne dass wir irgendwo auch nur eine Steuer erhöhen müssten. Okay. Ist dann in eurem Modell die Steuer an und für sich auch noch ein Thema? Weil man sagt ja, es gibt ja auch Modelle von diversen Leuten, wo sagen, die Steuer ist eigentlich nicht gerechtfertigt und Meinen Sie die CO2-Steuer? naja, also grundsätzlich Steuern. Grundsätzlich Steuern. Also unser Prinzip lautet immer, so wenig wie möglich zu ändern. Bloß nichts ändern, was nicht unbedingt geändert werden muss. Wir haben genug zu ändern, was unbedingt geändert werden muss. Und warum soll ich jetzt über das Steuersystem eingreifen, sondern es läuft doch im Moment halbwegs. Okay, alles klar. Wollen wir mal ein bisschen das, die Thematik verschieben auf die aktuelle Situation? Wir haben ja momentan eine sehr spezielle Situation mit diesem Covid-19-Fall. Und da gibt es ja verschiedene Sachen, wo man diskutieren könnte. Aber mal zuerst mal als Einstieg, was ist Ihre allgemeine Wahrnehmung, was da momentan läuft? Also ich persönlich als Mensch bin entsetzt, ja, denn wie man sozusagen einem Medizinprofessor jedes Wort ohne jegliche Kritikfähigkeit glauben kann, das ist für uns nicht fassbar. Okay. Also das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, wir reden jetzt mal von Deutschland, da gibt es mehr oder weniger, glaube ich, nur eine Stimme, die das schlussendlich, kann man sagen, entschieden hat, medizinisch gesehen, und die anderen Experten, wo es ja gibt, wurden gar nicht mit einbezogen. Professor Drosten meines Wissens und das Robert-Koch-Institut. Die sagen im Moment der Politik, was sie tun soll. Ja. Und die Politik sagt Amen. Das ist leider so, ja. Ich bin auch selber sehr erstaunt, weil es gibt ja immer mehr Meldungen, dass das Robert-Koch-Institut nicht über alle Zweifel erhaben ist und sie jetzt zugeben müssen, dass die Zahlen nicht ganz so stimmen. Und ich hoffe sehr, dass das deutsche Volk oder auch die Weltbevölkerung ein bisschen mehr recherchiert als einfach nur den Massenmedien glauben. Wie ist Ihre Wahrnehmung in Bezug auf Massenmedien? Sehen Sie das auch so, dass momentan nur Angst und Panik verbreitet wird? Ja, weil nirgends liegen harte Daten vor. Und ich kann doch nicht die ganze europäische Volkswirtschaft ruinieren und riskieren, dass wir bald wie in Afrika von 2 € am Tag alle leben müssen. Nur auf Verdacht und Vermutungen und Überlegungen eines Berufsstandes hin, der seit Jahrzehnten in der Kritik in den öffentlich-rechtlichen Medien ist, weil da Operationen durchgeführt werden, des Geldes wegen, weil zu viele Medikamente verschrieben werden und an. Also wegen einem sich total im Irrtum befindlichen Berufsstand aufgrund negativer Anreize, da deswegen ganz Europa zu ruinieren, das halte ich für grob fahrlässig. Aber die Politiker glauben einfach den Experten und da liegt der Fehler. Ja, das ist das, was ich einfach auch schon längere Zeit kritisiere, dass man nicht alle Experten versucht hat, an einen Tisch zu bringen, weil jeder versucht ja sein Möglichstes und dann einen Konsens zu finden für diese sogenannte Krise zu lösen oder diese Pandemie. Ich persönlich sehe es definitiv nicht als Pandemie, aber vielleicht werde ich mich eines anderen belehren lassen müssen, das kann sein. Aber die Fakten und die Zahlen sprechen definitiv nicht für einen Killer-Virus und auch nicht für eine Gefährdung der Menschheit. Absolut nicht. Ich sehe überhaupt keine Daten. Es gibt ja auch diese guten, es gibt auch außerhalb des Weltrates, also innerhalb des Weltrates und der Next Scientist for Future.de gibt es sehr viel vernünftige Mediziner, aber auch außerhalb gibt es ja WODAG und Co., ne, nenne ich Ja. sie mal. Also diese ganze Armee
an durchaus berufsständisch kritischen Ärzten, die selbst hinterfragen, dass Ärzte Dr. Köhnlein zum Beispiel, der ganz klar gesagt hat, da werden tödliche Behandlungen eingesetzt und dann ist klar, und hinterher wird der Getötete, der durch die Übermedikation getötet wird, natürlich der Corona-Statistik zugeführt. Absolut. Ich habe gestern ein Video gesehen, klar, man kann alles faken, das war eine Krankenschwester in einem amerikanischen Spital und die hat gesagt, da kam ein Patient, sie hat es gefilmt und der Patient hatte Fieber und hat dann das gefilmt, hatte nur Fieber und der Bericht war dann Covid-19. Ja, ja. Und dann hat die Krankenschwester gesagt, das geht gar nicht, das ist wirklich, das. Sie hat sich dann, war dann sehr emotional, natürlich kann man alles faken, aber ja, einfach, es ist immer mehr, es sieht einfach komisch aus. Also auch in Hamburg werden jetzt die Todesfälle untersucht, Gott sei Dank. Und ja, da gab es bis anhin, gemäß diesem Bericht, keinen einzigen Todesfall, wo man den Grund Covid-19 zuordnen hätte können. Ja, wenn die Autopsie ergibt, dass andere schwerwiegende Todesursachen vorliegen, kann man höchstens sagen, dass dieser Mensch gestorben ist mit einem kleinen einem Tropfen, dem letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist dann kein Covid-Toter, sondern eigentlich ein Toter aufgrund seiner Grunderkrankung. Und vor allem vergessen die Leute auch, dass jeden Tag allein in Deutschland werden jeden Tag sterben ganz normal 2500 Menschen. Und dagegen sind alle anderen Zahlen minimalst. Absolut. Also das sehe ich eben auch. Und ich habe festgestellt, wenn ich mit den Leuten rede und versuche, diese Zahlen zu relativieren, die sind total überrascht, weil die sind so fixiert auf diese Corona. Es gibt keine Selbstmorde mehr, es gibt keine Leute, die an Krebs sterben, es gibt keine Verkehrsunfälle mehr. Jeder, der stirbt, ist ein Corona-Toter. Also so von meinem Gefühl her. Ja. Und jetzt wird es ja zurzeit über repräsentative Bürgerstichproben und deren Testungen gesprochen. Davon halte ich deswegen nichts, weil ich den Test schon mal nicht vertraue, weil die stammen ja von der Medizinindustrie. Ja? Und haben damit kann ja alles Mögliche ohne böse Absicht, da stecken in dem Test schon lauter Irrtümer drin. Das Einzige wäre gewesen, eine Woche in Deutschland zu warten und dann zu gucken, ob sich innerhalb dieser Woche, in einer Woche sterben ja 15.000 Menschen ungefähr pro Woche in Deutschland, ja. Jede Woche, Winterzuschlag vielleicht 17.000, ja. Und dann hätte man jetzt, wenn man dann gesehen hätte, nee, jetzt diesmal sind nicht 17.000 gestorben, sondern 22.000, ja. Dann kann ich voll in die Eisen gehen und kann Maßnahmen machen. Genau. Das ist ja wirklich der Punkt. Wissenschaftlich ist da momentan überhaupt nichts belegt. Es gibt anscheinend sogar Zahlen, dass wir sogar weniger Tote haben als andere Jahre bei Grippenwellen. Und da fragt man sich dann natürlich schon, wo ist da die Pandemie geblieben? Die Staatsstatistiken von Schweden und Weißrussland und anderen Ländern, die nicht ganz so krass sind in den Maßnahmen, müssten jetzt überquillen von Todeszahlen, die weit über der normalen Wintersterblichkeit liegen. Definitiv. Also das können wir auch mal anschauen. Da gibt es ja eine Map, wo ich weiß es nicht, wie genau die ist, aber wir haben da zum Beispiel jetzt gerade die aktuelle Zahlen. Wenn wir das anschauen, in Deutschland sind wir bei 113.000 bestätigt, 48.000 sind wieder gesund. Wir sind fast schon, nicht ganz die Hälfte, aber das wird auch nie besprochen, wie viele Leute dann wieder genesen sind. Die Infizierten und die Getesteten und die Genesenen interessieren überhaupt nicht. Es interessiert doch wirklich nur, ob eine Übersterblichkeit vorliegt. Gut, ein Punkt, wo ja natürlich die Skeptiker immer bringen, dass die Spitäler und Intensivstationen überfüllt werden könnten, wenn es da einen Ansturm gibt. Das ist ja immer diese Art, sich zu rechtfertigen, warum man jetzt diese Maßnahmen ergreift. Die letzten Tage wurde gemeldet in den öffentlich-rechtlichen Medien hier in Deutschland, wir hätten zwischen 6.000 und 9.000 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten frei leer stehen. Ja, und jetzt kommt natürlich der Politiker und sagt, das ist wegen den Maßnahmen. Richtig, das ist ja die Logik dahinter, dass ich sage, wenn ich Maßnahmen mache, sage ich hinterher, wir sind nur deswegen so gesund, weil ich die Maßnahmen gemacht habe. Aber wie wäre es denn jetzt mal mit 6.000 bis 9.000 Betten mal eine Woche völlige Lockerung zu machen und mit der Ankündigung, dass nach einer Woche wieder völliger Shutdown kommt. Und wenn dann die Betten von den 9.000 Betten
7000 belegt sind, wird sofort der Shutdown wieder eingeführt. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wir machen ein Experiment, 7 Tagen gehen wir raus und wir brauchen ja Inkubationszeit, wahrscheinlich eine gewisse Zeit, und dann könnte man das schauen, was passiert. Und ja, wenn das wirklich so krass wäre, wenn das wirklich ein Killer-Virus wäre, dann könnte man strengere Maßnahmen treffen und dann hätten ja die Skeptiker, die das Gefühl haben, es ist eine Pandemie, sogar recht, weil statistisch gesehen können wir es heute, glaube ich, noch nicht wirklich beweisen, weil gemäß Robert-Koch-Institut, das Interview von gestern, was ich gesehen habe, wollen die nicht, dass man einen quer durch die Bevölkerung einen Test macht. Ich will nur die Wahrheit wissen. Genau. Und lassen Sie uns nur 3 Tage die Maßnahmen 3 Tage rausnehmen und nach 3 Tagen wieder reinsetzen. Und ein paar Wochen später haben wir das Ergebnis, ob die Betten jetzt überflutet werden. Allerdings noch ein Risiko darf ich Ihnen ganz klar sagen. Bei der Evolution unseres jetzigen Gesundheitssystems in Richtung gewinnbringende Irrtümer ist es natürlich möglich, dass dann die Ärzte hingehen, weil sie sich irren, nicht weil sie böswillig sind, sondern die Betten alle vollpacken mit Leichtkranken. Okay, spannend. Da kommt eine Frage. Es wird gesagt, dass bei den Flüchtlingen in Griechenland der Virus nicht angekommen sei. Was denken Sie darüber? Vielleicht sind dort die richtigen Zahlen zu finden. Ja, überall, wo keine Maßnahmen sind, müssten wir jetzt alle Staatsstatistiken total hochfahren und alles öffentlich legen und alles miteinander vergleichen. Denn quasi wissenschaftlich ist nur interessant, Staaten, die weniger Maßnahmen treffen als wir. Also das heißt, Weißrussland ist momentan bei 13 Toten mit 1000 Infizierten. Wie viele sterben da jeden Tag? Weißrussland müssen wir nachschauen. Das werden oder jede Woche. Wahrscheinlich viele. Das könnte man, also Weißrussland ist ja nicht, ist ja sicher größer als die Schweiz, nehme ich an. Wie viele Tote melden die für welchen Zeitraum? 13, aber ich weiß nicht, welchen Zeitraum. Ich denke, das muss schon... 2 Monate? 3 Monate? Ich würde es mindestens, ich würde sagen, kann ich so nicht sagen, ich weiß es nicht. In 3 Monaten hat Weißrussland wahrscheinlich Hunderttausende Normalsterbende im Winter sowieso mit der Winterübersterblichkeit. Und was machen dann 13? Das ist ein statistischer Pups, ja. Also eine kleine Minischwankung. Deswegen einen Staat zu ruinieren, ist schon eine Leistung. Und bei Schweden sind wir bei 687 Toten, 8400 Infizierte. Und wenn wir jetzt das vergleichen mit der Schweiz, ich habe das nachgeschaut, Schweden ist natürlich viel größer, aber hat trotzdem 2 Millionen mehr Einwohner als wir in der Schweiz. Aha. Und wir in der Schweiz haben mehr Tote. 900 Tote gegenüber Schweden, 687 Tote. Das würde das bedeuten, was wir als Wissenschaftler natürlich immer bedenken müssen, dass jede Panikmache zu eigenen Paniktoten führt. Die Leute stürmen in die Arztpraxen, holen sich Killerkeime, stürmen in die Krankenhäuser, holen sich Killerkeime und sterben dann daran. Also das ist ja eine, das sind, glaube ich, Sachen, wo man auch belegen kann, dass diese Panik und Angst zusätzlich Tote verursachen kann, oder? Stichwort Voodoo-Tod. Es soll ja so sein, das ist jetzt nicht, da habe ich keinen Beweis für, es soll ja so sein, ja, bei der Voodoo-Tod, wenn sie den Leuten also da innere Angst machen, dass das zu einem Kollaps des Immunsystems und des körperlichen Systems sogar führen kann, dass die Menschen innerhalb weniger Tage tot sind durch Angst. Okay. Also meine persönliche Idee wäre, dass man versucht, ich weiß nicht, wie weit das man da ist, einen Antikörpertest, wo funktioniert, mit einem repräsentativen Flächentest in der Bevölkerung zu verteilen. Und da könnte man doch das hochrechnen und dann wüsste man, wie viele Leute sind vom Virus, den wir jetzt haben, schon infiziert. Oder wie sehen Sie das? Das Problem ist nur, wenn der Antikörpertest von völlig medizinfremden, totale Trennung, also keine Interessenskonflikte mit irgendeinem befreundeten Arzt oder ähnliches, wenn dieser entwickelt wurde von Virologen der Biologie, die null Kontakt zur Medizin haben, dann würde ich diesem Antikörpertest vielleicht ein ganz bisschen Vertrauen schenken. Aber alles auf solch eine, die vage Frage zu stellen, ob er nicht Freunde in der Medizin hat, ja, die seine Konstruktion des Testes beeinflussen und so weiter, das wäre mir zu wackelig. Ja, man hat ja gelesen, ich kann nicht aber nur von den Medien sagen, dass der, wie heißt der Virologe in Deutschland, der
Drosten? Ja, Thorsten Drosten. hätte anscheinend das Patent auf den Test, wo man jetzt momentan braucht. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das wäre ja dann sehr speziell. Bei den Fehlanreizen, die unser Gesundheits- und Wirtschaftssystem hat, wäre es völlig logisch, wenn es sich am Ende um ein Milliardengeschäft zugunsten, ohne böse Absicht, Sie dürfen niemals Verschwörungstheorien glauben, das sind alles Irrtümer. Die ganze pharmazeutische Industrie und Medizinindustrie ist so voll von gewinnbringenden Irrtümern, dass und die glauben diese Irrtümer, wie Bill Gates, den Sie gerade zeigen. Und die glauben wirklich, dass wir alle nur durch ihre Impfung jetzt gerettet werden oder ihre Tests. Das ist Das ist ein Milliardengeschäft. ein gutes Stichwort. Bill Gates hat ein Interview gemacht. Ich werde es nur ganz kurz laufen lassen, sind nur ein paar Sekunden. Das ist einfach spannend. Ihr könnt das auch mitlesen. Schaut mal. And capacity. Further on out, the work we're doing now to Ich find a höre es nicht. therapeutic, a drug Es to ist okay, Sie können reduce es, ich werde es the nachher sagen. disease, to cut the deaths down. You know, we're hopeful that even in 6 months, some of those will have been approved. But the ultimate solution, the only thing that really lets us go back completely to normal and feel good about sitting in a stadium with lots of other people, is to create a vaccine and not just take care of our country, but take that vaccine out to the global population. Also, sie hat ganz klar, die einzige Möglichkeit, dass wir zur Normalität zurückkehren können, ist einen Impfstoff zu entwickeln und nicht nur in einem Land, sondern für die ganze Weltbevölkerung. Das ist seine Aussage. Er glaubt, was er sagt. Er glaubt, was er sagt. Er äußert den größten Irrtum aller Zeiten, aber er ist überzeugt davon. Er meint es nicht böse. Das ist. Ganz kurz dazu, ganz kurz dazu. Wie wäre es denn damit, der gesamten Weltbevölkerung zu sagen, wie man sich trotz einer sozial-marktwirtschaftlichen Fehlernährungsindustrie, wie man sich gesünder ernährt, wie man gesund Sport macht, wie man das Immunsystem durch zum Beispiel 4 Tage Fasten steigert, maximiert durch sanften, behutsamen Sport, das Immunsystem optimiert als Abwehr gegen das Virus, ja. Und wie wäre es denn damit, wenn wir vielleicht auf Sicherheit Vitamin D3 ein bisschen nehmen, vielleicht ein bisschen B12? Und ja, und eben alles tun, was der Weltrat der Weisen, die Next Scientists for Future.de, es gibt ja bei uns auch gehen Sie mal auf die Bilder der Professoren, da zeige ich Ihnen zwei Professoren und Doktoren Wo muss ich da? auf die neue Auf die Homepage mit neue, den Fotos. Ja, dann bei YouTube gibt es ja überall dann auf der Homepage unten anzuklicken, hier dann mit Doktor, ja, Sie waren genau richtig, gehen Sie zurück wieder, Dr. Med Jacobs, ein hervorragender Präventiv- und Mediziner und Ernährungsmediziner und. Oben Professor Michaela Döll, eine der besten Ernährungsbiologinnen der Welt sozusagen. Okay. Und da diese Videos, da werden in Stunden wird erklärt, wie man sein Immunsystem auf Maximum bringt. Okay. Wie wäre es denn damit, statt riesige Impfrisiken einzugehen? Also ich sehe das, ich persönlich sehe es auch so, weil vom gesunden Menschenverstand würde es ja heißen, wenn die jetzt theoretisch einen Impfstoff finden für diesen Virus, das würde ja heißen, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal hypothetisch an, das wäre eine gute Sache. Und du bekommst die Impfung, dann wäre das ja nur die Impfung für diesen speziellen Virus. Und nächstes Jahr hätten wir ja eine Mutation von Viren, wo diese Impfung ja gar nichts mehr nützt. Wir haben alle paar Stunden Mutationen dieses Virus und ob das dann überhaupt noch zueinander passt, denn die DNS, das Genom, ist grundsätzlich auch beim Virus, aber auch bei uns Menschen ein sogenannter Ungleichheitsgenerator, wie wir das hier nennen, ja. Das heißt, hier wird typisch, die ganzen Viren können ja nur existieren, wenn sie ständig und ununterbrochen mutieren, ja. Okay, verstehe Und ich. das bedeutet, also, und dann ist jeder Test ist natürlich eine strafbare Handlung einer Körperverletzung, die nur ausnahmsweise durchgeführt werden darf. Und zwangsweise wäre sie ein Bruch unseres Grundgesetzes, ein Genau. Verstoß gegen alle Verfassungen. Ja, in Dänemark wurde das schon entschieden. Da ist, wenn die Mitteilung gehört habe, respektive die stimmt, dass das Zwangsimpfung beschlossen wurde. Die Dänen meinen es nicht böse, sondern sie glauben leider einfach nur Experten, die in einer Irrtumswelt leben.
Ja, einer gewinnbringenden Irrtumswelt. Sehr spannend. Wir sehen jetzt da auch schon eine Petition am Laufen, wo unterschrieben wird gegen dieses ID 2020, weil der Bill Gates möchte ja, dass einen Chip für alle Menschen implantieren, und das wäre dann die Impfung. Körperverletzung, strafbare Handlung, verfassungswidrig, Punkt. Ja. Die Leute sollen doch selber entscheiden, wenn sie mit der Wohlfühlstimme und wenn sie dann einkaufen gehen, welche Waren sie dem Statistischen Bundesamt Schweiz oder Wiesbaden senden möchten. Das bezahlen sie mit der Krankenversicherungseinkaufskarte, das andere bezahlen sie mit Bargeld oder anderen Karten. Und so haben wir genügend Wege, um maximale Gesundheitsförderung aus unserer Wirtschaft rauszuholen. Dr. Jakob hatte mal gesagt, ganz kurz diese Bemerkung noch, dass er mit Nestlé-Managern gesprochen habe, und die warten auf eine Gesetzgebung, die ihnen erlaubt, endlich auf gesundheitsförderliche Lebensmittel umzustellen, eine neue Totalreform des Lebensmittelmarktes, die gesundheitsförderliche Lebensmittel belohnt und wirtschaftlich fördert, statt bisher zu bestrafen. Ja, ich find den Ansatz sensationell, und ich kann nur das sagen, wenn ich das irgendwie unterstützen kann, werde ich das auch tun, weil ich glaube, genau in die Richtung sollten wir gehen und möglichst vor allem auch schon beim Bildungssystem ansetzen, dass die Kinder entsprechend ein anderes Bildungssystem bekommen, weil dort fängt es ja auch an. Wir brauchen eine totale Bildungssystemreform. Alles fertig beim Weltrat beziehungsweise dem Next Scientist for Future.de. Okay. Ist nur ein längeres Thema, weil Bildungsreform ist wirklich kompliziert. Absolut. Das glaube ich, müssten wir dann einen separaten Interview machen. Ich möchte einfach noch erwähnen, diese Seite Fakten zu Covid, swprs.org, kann ich sehr empfehlen, weil die nehmen wirklich Fakten mit Quellen. Wir suchen wirklich ohne Emotionen sachlich das Ganze zu hinterfragen. Und ich finde das sehr gut zusammengefasst. Ich bitte euch, die Seite einfach zu teilen und das weiterzugeben. Jeder, der das durchliest und versucht, emotionslos das zu analysieren, hat ein ganz anderes Bild gegenüber den aktuellen Bildern, wo wir sehen in den Massenmedien. Genau. Ja. Und vor allem immer die Leute gucken, wie viele Leute sterben im Winter jeden Tag sowieso in ihrem Land. Ja. Das ist natürlich schon... Also wenn ich das gesehen habe, und das ist mittlerweile übersetzt in verschiedenen Sprachen, und das war zuerst nur Deutsch und Englisch, und da gibt es momentan sehr, sehr viele Leute, die daran arbeiten. Der Bodo Schiffmann ist auch, wurde schlecht gemacht und so weiter. Mittlerweile sein bestes Video hat 1,3 Millionen Klicks. Ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht. Also es gibt Gott sei Dank ganz viele Leute, die versuchen aufzuwachen und das zu verstehen, was da momentan nicht ganz so optimal läuft. Ja, und der Herr Schiffmann argumentiert ja quasi gegen das Geschäftsmodell seines eigenen Berufsstandes, und das ist ihm hoch anzurechnen. Wissen Sie, wenn Sie nochmal auf die Professoren gehen vom Weltrat, wissen Sie, Herr Dr. Jakob, bei seiner Intelligenz hätte er wahrscheinlich ein zu den Topverdienern der Medizin werden können. Er hat sich für einen ganz harten Weg entschieden, nämlich den Menschen zu dienen und der Gesundheit zu dienen. Und Frau Professor Michaela Döll, die war schon in der pharmazeutischen Industrie, die hätte bestimmt ganz viel Karriere machen können, hat sich aber der gesunden Ernährung und der Weiterbildung von Medizinern in Ernährungsmedizin verschrieben, was bestimmt tausendmal weniger mehr Geld bringt. Also es gibt diese guten Ärzte, die sagen, nein, ich glaube nicht alles, was unsere Irrtumshochschulen gelehrt haben, sondern ich kümmere mich selbst jetzt mal um Gesundheitsförderung meiner Patienten. Also da muss ich ihm auch sagen, Bodo Schiffmann hat, und das rechne ich mir auch sehr hoch an, seine Idee ist, alles, was er gelernt hat, immer wieder zu hinterfragen, ob es vielleicht immer noch passend ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, auch in Bezug auf Wissenschaft. Echte Naturwissenschaftler erkennen Sie, dass wenn Sie mir jetzt sagen würden, die Erde ist eine Scheibe, dann sage ich, ja, gerne diskutieren wir darüber, überlegen wir mal. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ja? Das sind echte Wissenschaftler. Und im Internet, da gibt es lauter Leute, die wissen halt alles. Ja, das stimmt. Ja, da haben Sie wohl recht. Da haben wir noch ein Thema, was wir sprechen könnten, ist die tiefere Ursache der aktuellen demokratischen Politikkrise. Wollen Sie da ein paar Worte dazu sagen?
der demokratischen Krise. Die tiefe Ursache ist die freie soziale Marktwirtschaft. Ja? Da haben Sie doch ein Schaubild von uns. Ne? Das ist das wichtigste Bild. Das ist die drei allein, nee, nicht auf der Homepage, sondern das habe ich Ihnen extra geschickt. Dieses Bild, dieses biologische Bild mit den vielen Strichen. Das da. Das hier. Können Sie das so machen, dass man es überall gut sieht? Bei mir sehe ich den linken Rand nicht. Der ist nämlich der wichtigste. Der linke Rand sehen Sie nicht. Ja, der ist der wichtigste. Das sieht man. Das sehen nur Sie nicht. Gut, dann kann ich es trotzdem aus dem Kopf heraus beschreiben. Ja. Ach, jetzt sehe ich es. Wenn Sie ein bisschen rücken. So, wenn Sie ein bisschen, so ist ja, gut. Ja, super, super, das reicht schon völlig. Denn der linke untere Rand ist das Entscheidende. Das sind die Evolutionsverläufe. Sie haben also hier vor 400.000 bis vor 100, wir wissen gesichert, dass der Fernhandel vor 140.000 Jahren erfunden wurde, damit die Basis unseres Wirtschaftssystems. Und jetzt, wenn Sie links außen den ersten Händler einzeichnen und der sagt, zum Beispiel, ich verkaufe euch nur total reife Früchte und Gemüse, weil sonst euer Immunsystem schwach wird. Gut, der verkauft ganz normal, dann der tausendste Händler, aber der irrt sich. Der irrt sich total und sagt, nee, ich mache jetzt, das ist natürlich Zukunftsmusik, aber ich verwende Glyphosat, Pestizide, Fungizide, damit ich mehr Masse kriege und dann verwende ich Süßstoffe, Zucker, Salz, Transfette, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Chemikalien aller Art, ja. Und dann mache ich da so Fertiggerichte draus und das ist total, das ist genauso gesund, aber da die Zutaten billiger sind, verkaufe ich zum Zehntel des Preises des Kollegen. Und dann fahren natürlich die Kunden alle auf diesen, der sich irrt, ab, kaufen bei ihm Massen, werden dadurch chronisch krank, haben ein schlechtes Immunsystem, aber er kann zwei Kinder, Sie sehen es dann, dass der rechte von den beiden zwei Kinder ernähren kann, während der andere immer nur ein Kind ernähren kann und der Urenkel dann den Laden schließen muss, weil er nicht mehr konkurrenzfähig ist, ja? Weil er zu gesunde Produkte liefert. Ne? Und so haben Sie dann hier zwei Kinder, in der nächsten Generation rechts schon wieder drei Kinder und daraus entsteht ein riesen Familiendynastie, eine Großfamilie der Händler, die alle krankmachende Lebensmittel verkaufen und alle glauben ihren Irrtum, ihren gewinnbringenden Irrtum, dass ihre Produkte total gesund seien. Ja. Das heißt, der Wahnsinn. Das ist natürlich krass, wie das natürlich so weiter, wenn man das so weiterspinnt, dass man das mal unterbrechen muss. Das ist ja jedem wahrscheinlich ersichtlich. Und wenn ich jetzt etwas produziere oder ich bin ein Individuum, ich bin ein Mensch und ich hätte immer das Gefühl, ich habe immer genug zu essen und ich habe immer das, was ich brauche, dann müsste ich diese Gier und diese Angst, wo momentan die Welt regiert, könnte man auf die Seite schieben. Ja, die Änderung ist jetzt wieder die Wohlfühlstimmung und die Gesundheitsdaten. Wenn mein Lebensmittelhändler in Zukunft nur noch Verdienstzuschläge bekommt und alle werden scharf sein auf die Verdienstzuschläge der Krankenversicherung. Man könnte auch dann noch staatliche Verdienstzuschläge mit dazu nehmen. Ja? Und zwar, man muss ja nur so viel Verdienstzuschlag nehmen, damit der Rewe-Händler, der Rewe-Marktleiter, der Aldi-Marktleiter, der Alnatura-Marktleiter bei uns hier um die Ecke, damit die nur noch ein Ziel haben. Wie verwandle ich in meinen Markt in einen Gesundheitsverführungsmarkt mit einer Ernährungsberaterin? Aber mit diesem Zuschlag, was Sie sagen, das würde heißen, wenn jemand etwas Gesundes anbietet, wäre das dann, bekommt das dann der Konsument günstiger oder wie? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Erstens könnte man natürlich auch, der Markt könnte ganz bewusst die gesunden Bioprodukte, Superbioprodukte deutlich unter Preis anbieten, weil er dann ja ausgeglichen wird durch den Verdienstzuschlag. Wenn der Kunde seltener krank wird, kriegt er ja einen großzügigen Verdienstzuschlag. Und dann rechnet sich es für ihn sozusagen, rechnet sich dann auch alles. Dann könnte man super Bio-Qualität auch zum Niedrigpreis anbieten. Also da würde man wie umkehren, dass man sagt, das war wirklich heute Gourmessa, Bio, was etwas, was uns tendenziell gut tut, könnte man günstiger anbieten als das die Massenproduktion. Und dann wäre ja klar, was der Kunde kaufen würde. Was meinen Sie, was unser Konzern, wie heißt ein Schweizer Konzern, also unserer zum Beispiel Rewe, Migros und Coop bei uns, die großen. Coop, ja.
Coop und Migros. Migros und Coop. Ja, nehmen wir doch Coop, das kenne ich so ungefähr auch. Ja, und wenn Coop, stellen Sie sich vor, dann jeder Marktleiter und der gesamte Konzern zusammen würden ja dem Lieferanten sagen, wenn wir in euren Bioprodukten auch nur eine Spur von Chemie in unseren Laboren finden, seid ihr raus und dann kriegt ihr nie wieder einen Auftrag von uns. Was meinen Sie, was die Landwirte dann tun werden? Ja, ist klar. Ja. Cooles Konzept, ich liebe es. Ja, deswegen bin ich hier ehrenamtlicher Helfer, weil ich sage, es gibt doch nichts Besseres als dieses Konzept. Ja, also ich kann es, vielleicht ist es einfach so ein bisschen surreal, also zu schön, um wahr zu sein, dass man es fast nicht glauben kann, dass das mal die Realität sein könnte. 51 Jahre denken, denken, denken. Ja, aber ich finde es wunderschön, dass dieser Ansatz existiert. Es gibt natürlich auch Momente, wo man dann auch vielleicht an der Menschheit zweifelt, wenn man gewisse Sachen sieht. Aber wenn ich dann solche Interviews führen kann, bin ich sehr optimistisch, auch wenn es momentan noch die kleine Menge ist. Ich irgendwo, wie sagt man so schön, stete Tropfen höhlt den Stein, oder? Wir brauchen nur 3% der gebildetsten Menschen der Erde, Deutschlands jetzt zum Beispiel oder der Schweiz. 3% der Schweizer Bevölkerung müssten das verstehen, worüber wir gerade heute reden. Ja? Ja. Und dann müssten die, haben nämlich dann die Möglichkeit, nochmal 10% andere zu infizieren. Und bei einer Drei-Parteien-Koalition könnte dann eine Partei, die sich von uns die Reformen in den Ministerien durchführen lässt, könnte dann schon den Kanzler stellen bei uns in Deutschland. Ja, das wäre cool. Also vielleicht noch eine Zwischeninfo, die Leute, die einfach Informationen wünschen. Ich habe einfach auf meinem Facebook-Profil, das seht ihr jetzt, poste ich halt immer wieder Sachen. Ich versuche das einfach so stehen zu lassen. Ich lasse es auch die Interpretation weg. Das soll jeder selber entscheiden. Aber zum Beispiel Corona-Auflagen, Drohnenüberwachung mit Lautsprechern in Deutschland im Test. Da merkt ihr wahrscheinlich, in welche Richtung das gehen könnte. Oder auch gibt es einen interessanten Bericht über Frontal 21 WHO finanziert durch Pharmaindustrie? Fragezeichen. Da gibt Das es. wird ja behauptet überall. Und die Drohnen, da kann ich nur dazu sagen, ich persönlich habe keine Angst vor einem Überwachungsstaat. Ich glaube, dass unsere Politiker es alle gut meinen, sich einfach nur irren, weil sie denken, ein Milliardengeschäft wie die Medizin würde ihnen Wahrheiten als Experte liefern. Das Gegenteil ist meiner Erfahrung nach der Fall. Ich habe noch nie in einem kommerziellen Bereich so viele gewinnbringende Irrtümer gesehen wie im medizinischen und pharmazeutischen Bereich. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich bin auch überzeugt, dass sie das nicht wirklich böswillig machen, sondern sie wissen es nicht anders und nachher geht wahrscheinlich auch einiges über den Profit halt. Das ist halt, Geiz ist geil und Geld regiert die Welt. Es mag einige wenige Verbrecher drunter gehen, die einfach drunter gehen, die ganz bewusst, zum Beispiel bei der Opioidkrise in den USA, vielleicht ganz bewusst einen ganzen Landstrich drogensüchtig gemacht haben über die Ärzte sozusagen und dann 200.000 Tote erzeugt haben, weswegen Trump dann angeblich den Notstand dort ausgerufen hat in diesen Gebieten. Ja. Das mag vielleicht ein aktiver Betrug manchmal sein, aber der größte Punkt ist, dass sie sich einfach nur irren. Sie glauben an ihre Vorstellung der Welt. Ja, das kann gut möglich sein. Vielleicht so als Abschlussthema ist noch, Sie haben das noch erwähnt, ist spannend, wäre so eine Anekdote vom alten China. Ja, das war der Punkt rund um diese Anekdote vom alten China, die man vielleicht in 10.000 Büchern weltweit findet. Haben sich die Professoren zusammentelefoniert, weil das der entscheidende naturwissenschaftliche Grundgedanke ist. Der Arzt soll angeblich mal irgendwann im alten China so lange von allen im Dorf belohnt worden sein, also in der Kommune sozusagen, wie alle gesund und glücklich waren. Und da man sich ja gegenseitig kannte, wusste man auch, und wenn auch nur einer krank und ein bisschen unglücklich wurde, wussten das alle und reduzierten sofort alle ihre Geschenke an den Arzt. Was meinen Sie, was der Arzt motiviert war, Präventivmedizin zu betreiben, gesundheitsfördernde Sachen anzubieten, Lebensstilmedizin anzubieten, die Leute zu beraten, bei jeder Krise Seelentröster zu sein und so weiter? Was meinen Sie, was die sich, wenn das wirklich mal Realität war, was wir nicht wissen, aber was meinen Sie, wie die sich angestrengt hätten, uns alle maximal gesundheitlich und lebensqualitätsmäßig zu fördern?
Ja, definitiv. Ja. Ist schon ein großes Thema. Ja, jetzt vielleicht zum Abschluss ist für mich noch ein wichtiges Thema. Wir müssen, also nicht wir müssen, ich wünsche mir, dass diese Möglichkeit, was Sie jetzt aufgezeigt haben, eine breite Masse kommt. Wie kann man Sie am besten unterstützen? Ich nehme an, wenn Leute große Kanäle haben oder große Reichweite haben, dann am besten Sie kontaktieren. Sie haben jetzt mir einen Gefallen gemacht, weil ich bin ja da ein kleiner Fisch in dieser Szene, aber da gibt es natürlich andere mit Hunderttausenden von Abonnenten. Das wäre interessant. Was würden Sie sich wünschen? Ja, und sprechen Sie doch mit Herrn Dr. Schiffmann, ob wir einen Dreier-Talk machen oder ja und so weiter. Und alle bitte alles einfach nur teilen, dieses Video jetzt teilen. Wäre natürlich nett, wenn wir das auch bekämen, dann würden wir das an unsere befreundeten Sender weiterleiten zur Veröffentlichung. Ja. Und einfach teilen, teilen, teilen. Ja, die Menschen, wenn sie von dem, was sie heute gehört haben, auch nur ein paar Sachen halbwegs interessant fanden, dann verteilen Sie es über die ganze Welt, denn wir brauchen 3% in der Schweiz und 3% in Deutschland. Ja, das ist so. Das werden wir sicher so versuchen weiterzuleiten. Einfach die Leute, die jetzt zuschauen, die nicht wissen, was ich dann für einer bin. Ich habe eigentlich mit der Medizin nichts am Hut. Ich beschäftige mich mit diversen Sachen, unter anderem auch Blockchain und Kryptowährungen. Aber weil es Kryptowährungen dezentral ist und hat dieses Modell mir gut gefallen. Und da kam ich durch diese Wahrheitsfindung eben auf diese Sache. Und mein Background ist noch Informatiker. Und darum versuche ich halt so gut als möglich die sogenannte Wahrheit herauszufinden. Und da sind wir jetzt eigentlich gelandet. Das zur Information. Ich hätte aber noch eine ganz kleine Frage. Gibt es denn Ja. nicht ein paar kritische Stimmen bei den Kommentaren? Wäre doch interessant. Wissenschaftler wollen immer sachliche Kritik hören. Es ist so, ich habe das im Chat durchgeschaut, also es ist wirklich kritisch, was Sie gesagt haben, nicht wirklich. Es gibt eine, wo sagt, man müsse das System stürzen, das habe ich gelesen, das ist ein Thema, aber Das sonst. können Sie nicht. Da kann ich mal kurz drauf eingehen. Sie können dieses System nicht stürzen. Sie haben ja noch ein weiteres Bild von mir, nämlich von die Milliardärskönige. Ja, wir müssen faktisch als Naturwissenschaftler akzeptieren, dass über 2000 Milliardäre die Welt regieren, über Lobbyisten, über Politiker, über Parteien und über Medien. Das ist ganz, ganz normaler Evolutionsverlauf, denn wenn Sie zum Beispiel für die Pharmaindustrie die größten Teil der Werbespots jetzt von ZDF und ARD bezahlt, dann ist doch ganz klar, welche Evolutionsprozesse dort stattfinden und es wird niemals ein pharmakritisches Wort mehr geben. Ja, das stimmt. Also Nein, sind das. das geht jetzt darüber, wir müssen auch ein, zwei Milliardärskönige gewinnen und überzeugen, dass die Lebensqualität danach 100-mal höher ist, auch für die Milliardäre. Denn die Gesamtreform der Next Scientist for Future.de ist ja eine Totalreform, die uns, also wir leben, das darf ich Ihnen ganz hart sagen, wir leben mit etwa 5% der möglichen Lebensqualität. Das ist Und meine vielleicht Aussage. 10% der möglichen Gesundheit. Das ist meine Aussage. Und wie kann, sag jetzt mal, Private oder wo sagen, ja, Moment, Sie haben so viel Wissen und Sie möchten das weitergeben, können auch kleine private Leute irgendwo das Wissen anschauen oder wie funktioniert das aktuell? Ah ja, alles über die Homepage, die neue Homepage. Ja. Damit kann man dann unten, wenn man will, in die Video, ganz unten gehen Sie mal auf Kontakt und dann darunter. Kontakt Kontakte. und dann darunter. Ja. Da haben Sie drei YouTube-Kanäle. Der unterste ist ein befreundeter Kanal. Und Sie kommen dann, wenn Sie fleißig sind und wirklich alles lesen, wenn Sie wirklich alles wissen wollen, kommen Sie dann zu der anderen Homepage, der alten, der Materialiensammlung. Und Sie können alles darüber erfahren und jederzeit, wir freuen uns über jeden Anruf. Also auch wenn es nur ein ganz kleiner Sender ist, ganz egal, weil für uns, wir schütteln den ganzen Tag nur den Kopf, wieso unsere ganze Welt im Wahnsinn weiterrennt und sich nicht einfach mal mit einer Totalreform der Menschheit beschäftigen kann und will. Im Chat ist einer ein bisschen krass, wie er das sagt. Eben diese Milliardäre muss man killen und langsam runter. Nein, nicht überzeugen, diese Milliardäre sind krank.
Ich darf Ihnen noch einmal ganz kurz was dazu sagen. Wissen Sie, woher kommen denn die Milliardäre? Ja? Die waren vor 400.000 Jahren, lebten wir als später Homo erectus mit diesen Milliardären in es gab keine Menschen außerhalb der Kommunen damals. Affenhorde nennen sie es von mir aus gerne, wobei wir damals schon extrem menschlich waren. Der später Homo erectus, den würden Sie vielleicht von heute gar nicht, der würde Ihnen gar nicht auffallen. Und wir waren liebevoll in liebevollen Kommunen und das waren die, die uns die meisten Früchte gefunden haben, die Vorfahren der Milliardärskönige. Und wir brauchen das doch nur wieder zurückzudrehen, dass die Milliardärskönige wieder mit uns zusammenleben und wieder anfangen, den Frauen und Kindern alles zu schenken, was man heute noch bei den Bonobos beobachten kann. Nämlich da schenken die Männer alles, was sie finden, den Frauen und Kindern, werden dafür geliebt und akkumulieren nicht und haben auch nicht die geringste machtsüchtige Tendenz und akkumulationssüchtige Tendenz. Okay. Da kommt so eine Frage, was kann ich als Einzelner tun? Also nochmal dazu, wozu dann die Leute töten und ermorden? Vor allem, der Witz ist, die lassen uns vorher zusammenschießen, bevor wir sie töten könnten. Also ich liebe diese Milliardärskönige, weil wenn wir sie hassen, wird sich nie etwas ändern in der Welt. Okay. Da kommt die Frage, was kann ich als Einzelner tun? Die Materialien der Next Scientist for Future.de und Weltrat der Weisen sind quasi das Studium für ein gesünderes, glücklicheres Leben. Aber wir müssen das auch politisch leben. Es nützt überhaupt nichts, wenn Sie jetzt durch die Videos der Next Scientist for Future.de zu den Ernährungs-, zu einem gesund Ernähren kommen und zu gesundem Sport. Sie haben am Ende immer noch 10% Lebensqualität. Ne? Ja. Wenn Sie die anderen 90 wollen, dann müssen Sie genauso wie hier, Sie müssen bei uns anrufen, müssen Videos machen, müssen teilen, müssen, wir brauchen gute, nur mit Öffentlichkeit können wir von 10% auf 100% Lebensqualität kommen. Und damit, okay, das will ich erleben. Das möchte ich noch erleben. Ja, sind wir gespannt. Wir sind ja beide nicht mehr gerade 20. Nein, nicht mehr ganz. Ne? Unser biologisches Alter wird dann irgendwann mal aufhören. Das gehört auch zum Leben. Ja, wir schätzen, also Professor Sven Völpel, Altersforscher, gehört nicht zum Weltrat. Ja. Äußert ja so, alles, was er äußert, läuft auf ca. 127 Jahre natürliches Sterbealter hinaus. Okay. Das kaputt gemacht wird, Dr. Med-Gerd Reuter mit TH hat sich im letzten Video so geäußert, dass diese Lebensverkürzung kommt durch eine krankmachende Medizin, mhm, ja, und durch eine katastrophale krankmachende Ernährung und durch einen ganz denaturierten Lebensstil, der in jeder Hinsicht uns früher sterben lässt. Okay. Viele sind ja schon mit 47 krank. Ja. Also der eher krasse Aussage, wo Sie vorher beantwortet haben, kommt dann mit einer Gegenthese. Professor, ich erkläre es Ihnen, von Erbschaften, langsam werden sie vermehrt. Wir müssen denen die Macht entziehen. Da haben wir keine Chance, null Chance. Wie sollen wir gegen Herrscher, die jederzeit mit Milliarden von Söldnern auf uns schießen lassen können, irgendetwas erreichen gegen sie? Wir müssen mit ihnen die Welt transformieren. Denn es schadet auch ihnen. Soll ich Ihnen mal sagen, warum es ihnen schadet? Damals waren die in der Kommune geliebt. Ja? Haben sich dort wohlgefühlt, haben die Frauen und Kinder geliebt und haben alles ihnen geschenkt. Es gab also keine Schere zwischen Arm und Reich. War gar nicht möglich. Denn wenn ich immer alles wegschenke, dann werde ich zwar geliebt und anerkannt, aber ich bin arm. Genau wie alle anderen auch. Ja? Und das war der Naturzustand. Und warum wollen wir nicht da, die Wohlfühlstimme führt nach 30 Jahren, 40 Jahren, spätestens vielleicht schon nach 3 Jahren, 5 Jahren, genau dazu, dass wir vielleicht alle wieder so leben. Ja, das ist und das bedeutet, dass die Liebe ist die Bezahlung, die Männer brauchen. Ja? Also Milliardäre sind die gehasstesten Menschen der Erde. Eine Kommentator möchte sie sehr gerne ermorden am liebsten. Ne? Ja? Und das ganze Leben als gehasster Mensch zu verbringen, ja? Und sozusagen und nicht von jeder, das ist jetzt hart gesagt für Sie, vielleicht ein Schock, jeder Mensch ist darauf gepolt, eigentlich die Bonobos haben jeden Tag durchschnittlich 12-mal am Tag Sex,
Und wir sind genetisch sehr ähnlich den Bonobos, nur mit einem größeren Gehirn und keinem Fell. Ja? Und die haben 12-mal am Tag Sex, und zwar Frauen mit Frauen. Ganz selten auch Männer, ganz kleine erotische Kontakte miteinander, aber es hat genetische Gründe und vor allem Gruppenstrukturgründe, warum besonders Frauen mit Frauen. Matriarchale Hippie-Kommune hat sie Professor Franz de Waal genannt, sozusagen, die Bonobos. Und wir gehen da, müssen davon ausgehen, alle Hinweise sprechen dafür, dass der Homo erectus vor 400.000 Jahren ähnlich gelebt hat und das noch in den Genen steckt. Also das heißt, liebevoll, total befriedigte Menschen brauchen keine Milliarden mehr. Die schenken an ihre Kommune, an ihre Frauen und Kinder. Und dann geht die Schere zwischen Arm und Reich selbst zusammen, ohne jede Form der Gewalt. Vor allem all diese Revolutionäre von linksextrem, ja, nochmal gesagt, das ist null Chance. Ja, also wir werden in Deutschland, ist das letzte Land der Erde, wo irgendwelche Leute aufstehen werden, wie die RAF und mit Maschinenpistolen gegen Mauern laufen werden und sich zusammenschießen lassen werden von Militär und Polizei. Ne? Das werden wir nicht kriegen. Ja, das ist dann vielleicht ein gutes Schlusswort. Ich bin extrem gespannt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, dass man wirklich Ihre Arbeit auch pushen kann. Für mich fühlt sich das stimmig an. Das könnte wirklich ein Ansatz sein, der auch wirklich funktioniert. Jetzt müssen wir das einfach in die Welt raustragen. Ich denke, es liegt an jedem Einzelnen, diese tolle System oder diese Möglichkeit zu verbreiten und dann, dass diese 24 Professoren auch angehört werden. Das heißt ja nicht per se, dass das alles stimmt, aber zumindest mal angehört wird und dann zu überprüfen, ob das eine Möglichkeit wäre, weil das, so weit sind wir noch weit davon entfernt, dass sie eine wirkliche Stimme haben in den Medien und in den Massen. Oder? Genau, und wenn die Wohlfühlstimme zum Beispiel nicht gewollt wird, dann können wir 100 andere Konzepte anbieten. Die Professor mit 51 Jahren Wissenschaft haben sie ein ganzes Repertoire. Wenn die Gesellschaft das nicht will, dann kriegt sie eine Alternative. Ja. Und man kann über alles diskutieren, aber leider wird ja eigentlich überhaupt nirgends diskutiert über Verbesserungen unserer gesamten Lebensweise. Okay. Also eine persönliche Abschlussfrage, die habe ich jetzt noch. Das würde mich auch interessieren. Da gibt es ja so viele spezielle Stimmen über den amerikanischen Präsidenten Trump. Ich würde mich nur kurz interessieren, wie nehmen Sie ihn wahr? Viele sagen, das ist ein Troll. Andere sagen, das ist etwas eine spezielle Person, die versucht, etwas zu ändern. Was ist Ihre persönliche Meinung? Gar keine dazu. Weil was soll ich mich... Politik ist, gucken Sie mal, die amerikanische Politik besteht doch daraus, dass große Konzerne Wahlkampfgeld spenden zur Verfügung stellen und natürlich dann erwarten, dass der Politiker dann danach auch das liefern muss, wofür er bezahlt wurde, nämlich über die Wahlkampfspenden. Trump ist nun, hat nun mal, glaube ich, selber eigenes Geld verwandt, er könnte ein minimal unabhängiger sein, aber man sieht ja jetzt, dass er auch dass vor der pharmazeutischen Industrie und Medizinindustrie, dass es sich da von deren Irrtümern hat infizieren lassen. Ne? Denn wer stirbt in New York am meisten? Die schwarzen Afrikaner mit massig Übergewicht und 20 Vorerkrankungen mit einem extrem schwachen Immunsystem. Ich glaube, die Ernährung in den USA ist sicherlich die schlechteste der Welt, vermute ich mal. Ne? Ja, sehe ich auch so. In dem Sinn möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Herr Dillon. Ich denke, wir werden so oder so in Kontakt bleiben und vielleicht weitere Formate versuchen aufzuschalten. Ich werde auch versuchen, Sie zu connecten mit Kontakten, die ich habe. Ich finde, es lohnt sich, dass die Welt von diesem Konzept hört. Ich finde es super spannend, hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe auch, dass es den Leuten da draußen gefallen hat. Und es wäre natürlich jetzt super wichtig, das Video zu teilen, nicht wegen mir, sondern des Konzeptes wegen. Und kontaktiert der Herr Dillon, ihr habt die Kontaktadresse, versucht das wirklich zu verteilen. Gebt ein Like, dass das Video möglichst viele sehen. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal. Und da möchte ich einfach nur noch sagen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dillon. Ja, und jederzeit, also wir sind
einfach bei uns anrufen, kurz auf den Anrufbeantworter sprechen und schon rufen wir irgendwann zurück und schnell. Und dann kann man sofort irgendwas machen, denn ich will die Weltrettung noch erleben. Ich will das noch erleben. Ja, cool. Die Totalsanierung der Erde, ne? Genau. Möchte ich noch erleben. Also vielleicht als Schlussanekdote, wir haben es zusammen geschafft, der Herr Dillon ein Mikrofon zu installieren, weil er weiß sehr viel, aber IT-mäßig ist er nicht so bewandert gewesen, aber mit zusammen Hartnäckigkeit habe ich es dann doch geschafft, ihn auf diesen Kanal zu bringen mit dem entsprechenden Equipment. Und ich glaube, es hat jetzt funktioniert und Ton ist gut und alle sind glücklich. Jeder echte Wissenschaftler weiß, was er nicht kann und dazu schweigt er. Und nur über das, wo er sich ganz sicher ist, redet er. Guter Plan, das ist ein gutes Schlusswort. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf weitere Interviews und bis bald. Ja, tschüssi. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüssi.